Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Thema Golf. Ihr habt die Ansaugbrücke wieder runternehmen müssen, dass ich mit dem Krümmer da auch gut hinkomme. So, Dichtungen habe ich schon alles da liegen, das heißt, alles mal verbauen. Dann die Antriebswelle, dann die Auspuffanlage, Kühlerschläuche, Elektrik noch fertig machen. Und dann kommt die Front dran und dann starten wir mal. Also es wird, hoffen wir, alles in diesem Video passieren. So, Krümmer sitzt. Jetzt gehe ich mal an die Schläuche ran, mache die Schläuche jetzt mal fertig, die Kühlschläuche. Und dann sehe ich ja nach und nach, was noch übrig ist, was noch gemacht wird. Und den Geber muss ich noch. Langsam aber sicher. Ein paar Sachen angeschlossen. Ich mache jetzt Feierabend. Es sieht in Wirklichkeit nicht mehr aus wie vorher. Ist immer so. Ja, es sind so Kleinigkeiten, wo du halt immer machen musst. Und im Endeffekt sieht es nicht wirklich mehr aus. Aber egal. Ich komme morgen nochmal her. Dann habe ich wieder Ruhe. Dann kann ich weiterschrauben. Für euch geht es natürlich gleich wieder weiter. Ihr denkt jetzt auch wahrscheinlich, du eierst voll im Kopf. Ne? Aber ist jetzt gerade leider so, dass ich die Servopumpe nicht vor den Augen gehabt habe, sondern die war noch im Regal drin. Das heißt, ich habe die Servopumpe dann rausgesucht im Regal und gesagt, okay, und habe sie hingeschraubt. So sieht die Servopumpe jetzt aus. Nicht schön. Dann habe ich das jetzt gesehen. Die Hupe sieht auch nicht so toll aus. Das heißt, schraube ich jetzt ab. Das Blech hier, den Halter tue ich neu pulvern. Hupe, bestelle ich mir eine neue. Aber das mit dem Servo ärgert mich jetzt. Das heißt, Servopumpe nochmal ausbauen, eine neue bestellen und hoffen, dass sie schnell kommt. Mir fehlen auch irgendwo die Dichtungen. Keine Ahnung, wo die sind. Für die Leitung hier, wo in die Servopumpe dann oben reinkommt. Hier. Die Dichtungen fehlen auch. Deswegen kann ich jetzt eh nichts großartig machen. Anschließend kann ich es jetzt da oben nicht. Also baue ich die Servopumpe aus, bestelle mir eine neue, bestelle die Dichtungen gleich mit. Den Riemen hier, den Riemen. Also ob ich es jetzt neu so kriege oder ob ich es einfach nur schön mache wieder. Es geht aber weiter. So, meine Damen und Herren, es ist immer noch das Golfvideo. Der Alex ist da. Du hast es nämlich letztens gesehen, Alex Krummfabrik, du hast letztens nämlich gesehen, dass ich was mit dem Cola probiert habe. Ja, richtig. Na, hat er gesagt, wenn, dann machen wir es richtig, wie bei Knopf Hoff damals, ne? Ja, wir haben ein paar Versuche starten. Wir müssen diese Schrauben, diese rostigen Schrauben, und so, und hier diese Schrauben einfach mal vorreinigen. Ja, zuerst mal vorreinigen. Und danach tun wir sie in vier Gläser rein. Einmal mit Salzsäure und dann, was war das? Felgenreiniger. Stand im Internet auch, dass das gut sein soll. Wir nehmen jetzt nicht unseren, sonst wäre es ja vielleicht unfair. Vielleicht wird jeder sagen, Herr Werbung. Ja, richtig. Und Zitronensäure. Und nochmal was. Das und müssen wir hier aus dem Kühlschrank holen. Cola? Ja. Sollen wir Zero nehmen oder nochmal? Nimm zuckerfrei. Aber wenn es nicht funktioniert mit Zucker, ja, okay. Ja, dann nimm mit Zucker. Wir probieren das jetzt mal aus, also es geht gleich wieder weiter im Golfvideo, beziehungsweise am Ende vom Golfvideo zeige ich euch das Ergebnis, aber einen Tag lassen wir mal drin, oder? Ja, einen Tag kann ich mal drin lassen und dann gucken wir mal. Weil ich warte immer noch auf Teile, was Golf betrifft. Und dann lassen wir die 24 Stunden mal drin, oder? Ja, lassen wir 24 Stunden drin und gucken mal, was passiert. Sieht man eigentlich relativ schnell. Wir tun zuerst mal die Schrauben vorreinigen, weil du meinst ja, wir müssen vorreinigen. Wir müssen auf jeden Fall vorreinigen. Problem ist ganz einfach, wenn da Rost und also Fett und Öl noch drauf ist, dann kann die Säure nicht angreifen. Okay. Das heißt, einfach ein bisschen vorreinigen. Mit was tust du es vorreinigen? Wasser. Okay. Spülmittel. Am besten warmes Wasser nehmen. Ja. Warmes Wasser. Das ist die neue Kochsendung von uns. Ja. Kochen mit Chemie, Ali. So. Da Spülmittel rein. Spülmittel rein. Und dann tust du da rein ein bisschen. Genau, warmes Wasser und dann einfach rein. Das kann man auch ein, zwei Stunden, auch einen Tag mal drin lassen. Einfach, dass das Fett weggeht, ne? Dass das Öl weggeht, je nachdem, wie verschmutzt die sind. Das sind sie jetzt aber nicht so stark, deswegen sind sie einfach nur ein bisschen schwenken. So, wenn sie jetzt mal vorgereinigt sind, dann tun wir sie vor eure Augen hier rein. Warum hast du jetzt hier so vier Portionen gemacht? Willst du da reinschmeißen? Nein, ich tue das dann da rein. Dann. Wieso tun wir nicht die Schrauben gleich da reinschmeißen? Können wir auch, wenn es passt. Weil dann brauche ich nicht die Gläser abspülen hinterher. Du spülst doch eh nicht, Alter. Ich bin eine Spülmaschine. Also ich halte euch auf dem Laufenden.
So, den Anlasser hatte ich ja noch rausgebaut, weil ich gesagt habe, ich habe eine neue bestellt. Die erste kam ja. Das ist ja die alte. Mit 10 Zähne. Dann habe ich eine bestellt. Das ist hier die hier. Die hat weniger Zähne. Und kein Zapfen vorne, so eine Führung. Dann habe ich gesagt, okay, da gab es ja doch Varianten mit Zähne. Bestellst du nochmal eine. Und habe diesmal aber Zähnezahl 10 angegeben. Kam wieder eine mit 9. Und ich glaube, das geht noch 3 Jahre so, dass immer falsche Sachen kommen. Jetzt habe ich noch eine einigermaßen gute, saubere gefunden. Hier bei mir von dem alten Motor. Also nicht von dem, was im V6 war, sondern in dem Turbo Corrado. Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Besser wie der andere gerade. Aber auf die anderen Teile warte ich alle noch. Oh, Zündkabel sind mittlerweile da. Oh, Ölpumpe immer noch nicht. Aber die Stringer sind da. Ja, dauert. Ihr seht ja, man dreht im Kreis und kommt nicht zu nichts. Ne? Teile, Teile, Teile. Ja, egal. Bis gleich. Gerade habe ich es ausgesprochen. Und was kam an? Die Pumpe. Ja, ist ein Unterschied, ne? Optisch. Jetzt können wir ein bisschen weitermachen. Dann können wir zumindest einen Riemen drauf. Ausgleichsbehälter ist auch da. Jetzt machen wir das Zeug auch mal fertig. Pumpe ist dran. Leitungen sind dran. Ich habe mir extra noch einen neuen Behälter hier besorgt. Batteriefach ist natürlich auch gepulvert. Einen neuen Behälter. Weil ich den alten hier erst einmal nicht finde. Gut, das Ding kostet auch 15 Euro. Habe ich gesagt, mache ich gleich einen. Der ist hinten schon verbunden. Aber mir fehlt jetzt der Schlauch. Und dieses Schlauch war an dem alten dran. Und das alte Ding, der Behälter, ist nicht mehr da. Noch ein größeres Problem, mein Luftfilterkasten ist auch nicht mehr da. Er ist schon da, aber körperlich doch nicht so, ne? Theoretisch müsste jetzt in jeder Box, was nicht VW Golf 3 zum Beispiel steht, überall reingucken, ob der zufällig vielleicht da drin gelandet ist. Aber ich finde den nicht. Dann hängst du wieder so an so einem Scheißschlauch. Aber egal, weiter geht's. Unser schöner Deckel ist wieder drauf. Unsere neue Zündkabel sind dran. Ausgleichsbehälter ist gekommen, der neue. So, jetzt machen wir die Verschlauchungen überall. Aber den muss ich, glaube ich, nochmal rausholen. Mal ein bisschen schön machen. Ist noch ein bisschen dran, bis er startet. Meine Damen und Herren, der Chris ist auch hier. Hi. Dreimal dürft ihr raten, warum. Für Golfreparatur. So, nee, wir machen gleich noch was anderes. Ich habe im Prinzip wegen keine Schläuche mehr. Ja, doch, hier, da vorne. Aber das kommt ja an ein Frontpaket. Ein, zwei Kabel suchen wir noch, wo die hinkommen. Wie hier den Stecker. Ansonsten den Nehmer muss ich neu machen, weil der ist platt. Ich fülle jetzt auch mal Öl auf, tue die Batterie jetzt dahin. Und dann drehen wir mal ein bisschen. Ne? So, Öl ist jetzt drin zum Testen. Batterie habe ich auch drin. Den Kraftstofffilter haben wir jetzt auch noch einen gefunden. Soll aber für Golf passen, weil da war nämlich keiner drin. Sogar bis zu 190 PS. Langt zwar jetzt in dem Fall jetzt hier nicht mehr, aber gut. Und hier, der Stecker ist anscheinend für die Klimaanlage. Schöne Grüße gehen raus an den Julian, den ich immer ein bisschen nerve. So, Keilriemen ist noch nicht dran. Jetzt machen wir mal die Batterie dran. Ich habe immer so Angst. Wenn ich jetzt hier... Also warum Blinker geht schon mal. Okay. Wenn jetzt die Zündspule abgesteckt hier, dass die mal nicht geht. Und dann willst du mal drehen? Kann ich machen, ja. Drehen wir mal, bis das Öl oben mal ankommt. Gut. Bis jetzt noch kein Öldruck. Kein Öldruck? Noch nicht, ne. Aber ich wollte den Anlass ein bisschen abkühlen lassen. Was ist hier so? Wir ihn lange drehen lassen, ne? Wir ihn lange drehen lassen, war kein Öldruck da. Zumindest hat es geblinkt. Sprit war auch keins da. Was war es jetzt wohl, ne? Was war? Dann suchst du, suchst du, suchst. Die Zündkerze war nicht nass und dann war dieser Stecker, der ist nämlich mir abgebrochen. Hier, der vom Steuergerät praktisch oder vom Kabelbaum, der war nicht richtig drin. Den haben wir ein bisschen eingeseift. Seine Idee. Das Schlimmste ist ja immer, Chris... Ich weiß genau, was du sagen willst. Wenn ich da ein Kabel sowieso denn da reingesteckt hätte, ne, und der steht ein Berufsschullehrer hinter dir, dann weißt du nicht, ob du denn da wirklich reinstecken sollst, ne? Er sagt ja auch nichts zuerst mal. Genauso mit dem Öl. Ich wollte Öl auffüllen, denk, warum kommt da nichts? War noch der Stopfer drin, ja. Typisch Lehrer. Ich mach mich nicht schlechter, als ich bin. Typisch komm, ja. Lehrer halt, ne? Ne,
Er ist gerade angesprungen, weil der scheiß Steuergerätstecker nicht drin war. Und der ist halt mir irgendwie hier abgekracht, so ein Halter abgekracht. Und deswegen konnte ich ihn damit nicht anziehen. Jetzt brauche ich so ein Teil. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es neu gibt. Ne? So, lassen wir jetzt nochmal laufen, dass es die Leute nochmal hören. Läuft. Ich denke, das war für euch ein kurzes Video. Für mich war es 10 Tage, weil ich auf Teile warte. Ich war ja nicht jeden Tag dran. Aber bis er jetzt soweit fertig war. Und natürlich bei den Kühlerschläuchen war das auch wieder. Warum sind so viele freie Schläuche da, denkt man sich. Ja? Wenn du den neuen Schlauch verbaut hast, einen Teil von der Seite und den anderen alten Schlauch auch noch dran gehabt hast, dann sieht es nach viel Schläuche aus. Aber ich muss dazu sagen, bring mir nochmal so einen V6 Motor, den schraube ich dir. Wenn alle Teile da liegen, wenn du nichts bestellen musst, schraube ich dir den sofort zusammen, bis er läuft. Und ich weiß auch dann auch, warum er nicht läuft. Unser Experiment geht ja noch weiter hier. Der Chris guckt schon. Was machen hier die dummen Schüler wieder, ne? Man lernt nie aus, haben wir gerade festgestellt. Ne? Wir gucken uns jetzt das Ganze mal an, wie man hier erkennen kann. Gibt es leichte Veränderungen? Jetzt leere ich die Dinger aus, mach die Schraube und die Mutter mal sauber und dann zeige ich es euch. Ausgeleert und gewaschen. Guck mal. Das war Cola. Also Moment, ich zeig's euch mal so. Und man sieht überall noch den Rost, nicht wirklich effektiv. Und mit der Schraube hier auch. Und das war Zitrus und Zitronensäure. Da hängt noch ein bisschen was dran, aber die Schraube ist sauber. So, Felgenreiniger. Fast beste Ergebnis. Aber, guck mal. Ich lege euch mal die Muttern hier. Das ist, war Salzsäure. Also ist schon ein Unterschied, ne? Salzsäure ist gut. Dann haben wir schon mal diesen Thema schon mal gelöst. Aber ich würde Salzsäure auf Dauer zu verwenden, ist nichts. Aber in Zukunft nehme ich Felgenreiniger statt Cola. Da wir noch Felgenreiniger im Shop haben. Und auch welche auf Lager haben, könnt ihr sie gleich bestellen zum Entrosten. Und nebenher könnt ihr damit auch natürlich Felgen reinigen. Jetzt aber weiter. Next Step ist Spritleitung definitiv da hinten mal erneuern, weil die ist wirklich nicht mehr gut. Wir haben jetzt Kraftstofffilter rein, dann war es einmal undicht, dann haben wir den gekürzten Schlauch, aber der ist wirklich nichts. Also wenn man das muss man auf jeden Fall noch machen. Den Riemen noch drauf, was sehe ich noch? Okay, den Luftfilterkasten und dann das komplette Frontpaket montieren. Und uns ist nochmal Scheiße passiert. Ihr wisst ja, wie ein Nagel neue Scheiben bekommt. Hat er eigentlich elektrische Fensterscheibe gehabt? Ja, gell? Ja, elektrisch. Okay, weil wir diese Dichtung noch nicht dran gehabt haben und die lag hier unten drin. Wir machen die Haube auf, das quetscht ein und guckt mal. Da geht bis dahin. Gut gemacht, Mutlu. Ja. Jetzt ist mir aber sowieso eingefallen, weil ich den Fensterkollege nur mal anrufen wollte, weil ja alle Scheiben neu sind. Hier. Wie sieht die Scheibe aus, wenn die hier oben ist? Das zeige ich euch jetzt mal. Weil das Ganze jetzt offen war, sah das alles so gut aus, ne? Gut, dann kommt die Stoßstange. Dann, also in diesem Video, Motor läuft, Motor funktioniert. Die Kleinigkeiten außenrum mache ich noch. Scheibenwischer montieren, das, jenes, die Dichtung oben montieren. Vielleicht kommt ja auch der Julian nochmal dazu, weil der hat ein Händchen dafür. Und dann muss er, wenn er fertig ist, bevor er noch zum Turbogockel geht, gehe ich nochmal zum Damiano, der soll mir die Kante hier ein bisschen börteln, das alles schön ausschneiden und die Dinger draufkleben. Und Abgasanlage muss ich auch noch montieren. Da ist ja noch keiner drin. Aber jetzt warte mal. Das habe ich gemeint. Jetzt zeige ich es euch mal von der anderen Seite. Was ist los? Ah, Yasin. Und Lenkrad und so habe ich auch schon bereits bekommen. Aber zuerst war die Technik mir wichtig. Aber jetzt schaut mal bitte euch. Ach gut, Spoiler fehlt oben auch noch, aber sieht der nicht, ihr müsst ihn live sehen, aber sieht der nicht neu aus? Und das zum Thema Scheibe. Scheibe neu, Scheibe neu, Scheibe nicht neu. Da sieht man auch wieder, Yasin seine Rückstände hier, guck mal. Yasin, wenn du die Fenster unten hast und du lackierst die Türe, dann solltest du diese Löcher an der Leisten vielleicht zumachen. Also wir besorgen uns definitiv noch die vorderen Scheiben, oder?
Das musst du. Fall, ja. Musst du. Würde ich mal beim Yasin reklamieren. Sowieso. Ich sag's dem Fenstertyp. Hol's vom Yasin. Der ist ja oft dort. Aber was meinst du jetzt zum Heck? Wenn du den so von hinten anguckst, der sieht doch aus wie ein Neuwagen jetzt, ne? Meinst du mich? Ja. Ja, mega. Mega. Ich habe auch gerade schon, als ich vorhin gekommen bin, habe ich das Auto ja so das erste Mal gesehen. In live. In live, ja. Genau. Muss echt sagen, das kommt in live noch so viel besser als auf den Videos. Die Kombination von dem Grau mit dem Mattschwarz, die dunklen Leuchten und vor allem auch mit den neuen Scheiben. Das sieht das mega aus. Denkt man sich gar nicht, nee, gell? Aber das macht so viel aus, genauso wie Scheinwerfer, Rückleuchten, wenn du die mal neu machst. Ja, ja. Das ist echt krass. Also mir gefällt da richtig gut. Das heißt nicht, dass ihr bei einem 2010er Baujahr jetzt die Scheiben erneuern müsst, damit es noch besser aussieht. Das müsst ihr nicht, aber bei einem 30 Jahre alten Fahrzeug ist schon ein Unterschied da. Vor allem, da waren ja, warte mal, so sah die alte Scheibe aus, guck mal. Wie Schmirgelpapier. Die kriegst du ja gar nicht mehr so sauber, ne? Keine Chance. Kann zufrieden sein, jetzt machen wir den Rest. Oder jetzt nicht. Ich muss nämlich jetzt weg. Und eigentlich wollten wir noch was machen heute. Mal schauen. Also, ich wünsche euch was. Ciao.